Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die besten bewerteten Reddit-Clips zeigen von COD. Und falls euch dieses Format gefällt, Leute, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, damit ich noch mehr solche Videos mache. Und wir fangen mal an, direkt mit dem ersten Clip. Und zwar fordert der Kollege hier seine Vorräte an, Leute. Und was er mit diesen Vorräten machen wird, ist echt unglaublich, denn er wird damit einen Kill machen. Und zwar wirft er sein Wurfmesser gegen die landenden Vorräte. Dieser ändert dadurch seine Flugrichtung, Leute, und fällt auf einen Gegner und er stirbt. Kommen wir nun zum zweiten Clip. Und zwar seht ihr etwas richtig Ekelhaftes. Und zwar auf der Karte Das Haus hat sich ein ganzes Clan zusammengetan, um die Leute zu spawntrappen. Wie ihr seht, spawnt der Kollege und stirbt immer wieder. Weil wie gesagt, die Clans nutzen das halt aus, dass sie komplettes Team sind. Und sowas nimmt halt ein die Lust zum Zocken, Leute. Kommen wir nun zu Clip Nummer 3. Ihr werdet euren Augen nicht trauen, wie overpowered die Shotguns sind. Und zwar macht dieser Typ hier einfach in 34 Sekunden einen Nuke mit der Pumpgun. Und wenn nach diesem Clip Activision endlich mal nicht die Shotguns ein bisschen schlechter macht, dann weiß ich auch nicht, Leute. Hier im Clip sehen wir, dass ein Gegner das Bombardement benutzt, also die Abschussserie. Und man kann die Bomben, bevor sie landen, in der Luft abschießen, sodass sie in der Luft noch kaputt gehen, Leute. Im nächsten Clip sehen wir einen Bug, den es seit dem letzten Update gibt. Und zwar kommt es wohl immer wieder mal vor, dass einfach so mitten im Game das Pausenmenü sich öffnet und aufgrund dessen man stirbt und die Streaks verliert, die man sich hart erkämpft hat. Kommen wir nun zum sechsten Clip. Und zwar sieht man hier, wie man ganz easy auf das Haus die Leute spawntrappen kann mit der Goliath-Punkte-Serie. Er aktiviert sie einfach, geht zum Gegner-Spawn, Leute, und schnappt sich so die ganzen Kills. Wenn euch das alles noch nicht aus den Socken gehauen hat, dann wird es diese Killcam auf jeden Fall machen. Keine Ahnung, was sich Activision dabei gedacht hat bei dem neuen Killcam-System, aber die sollten das schleunigst ändern. Und das war's auch schon. Kommen wir nun zu Clip Nummer 8. Und zwar nenne ich das mal einen Lucky Shot, Leute. Der Dude hier schießt random auf eine Granate, Leute, und tötet somit 4 Gegner. Hier sehen wir etwas, das mir persönlich auch ziemlich auf den Geist geht. Und zwar geht es um die Abschussserie Mörserfeuer. Und diese kann man oft nicht legen, Leute. Das geht einen so auf den Sack und man stirbt so oft dadurch. Man versucht es zu legen, doch man kann es einfach nicht legen. Und man switcht halt immer wieder zur Waffe zurück. Und dadurch bin ich persönlich sehr oft gestorben. Und ich habe die Abschussserie jetzt auch komplett rausgenommen. Und ich werde sie auch nie wieder spielen, bis Activision da mal irgendetwas macht. So, beim nächsten Clip geht es um ein generelles Problem und zwar, wenn ihr eine Vorratskiste anfordert, prallt sie immer vom Boden ab und es kann vorkommen, dass sie out of map fliegt und ihr nicht mehr an sie rankommt. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr von diesem Format sehen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und falls du noch kein Abo bei mir hast, kannst du jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibst. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.